Ich hatte dazu also eine Bestandsaufnahme, wenn man so will, eine Inventur der also Impfstoffmengen, die wir bestellt haben und erwarten können, vorgenommen am letzten Freitag. Ich war mit diesen Ergebnissen nicht einverstanden, weil es einfach für eine solche Boosterimpfungsstrategie nicht ausreicht. Ich habe das Ihnen ausgelegt, was also da tatsächlich also an Impfstoff zu erwarten war, was Impfstoff ist, also den wir geliefert bekommen sollten. Und da habe ich also die letzten drei Wochen im Dezember und Januar, Februar, März dargestellt. Die Situation ist die, dass wir insgesamt also im ersten Quartal 50 Millionen Impfstoffdosen gemessen in Boosterdosen erwarten konnten. Und das trifft auf einen Bedarf von 70 Millionen Dosen. Wir brauchen also ungefähr 50 Millionen Boosterdosen und 20 Millionen Erst- und Zweitimpfungsdosen. Somit ist der Bedarf nicht ganz gedeckt. Aber das ist noch nicht mal der wichtigste Punkt, sondern der wichtigste Punkt ist, wenn man also mit diesen also Lieferungen die Boosterkampagne macht, dann ist sie einfach zu langsam. Dann wäre die Boosterkampagne abgeschlossen Ende März. Und damit können wir nicht arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist übrigens ausdrücklich keine Kritik an meinem Vorgänger. Immer wieder also werde ich konfrontiert, also dass ich damit den Vorgänger kritisiere, das tue ich nicht. Ich habe gestern Abend auch noch mal mit Jens Spahn darüber gesprochen. Wir haben halt eine sehr offensive Booster-Impfungsstrategie zu unserem also Hauptwerkzeug gemacht. Und dafür braucht man sehr viel Impfstoff und dafür braucht man den Impfstoff schnell. Und diesen Impfstoff zu beschaffen, damit habe ich begonnen, damit hat das Haus begonnen, auf meine Veranlassung hin, am letzten Sonntag, also am letzten Samstag sogar.